Hey Leute, ich bin's Conny und heute zeige ich euch, wie ich in Pet Simulator 99 den Huge Wizard Westie bekommen habe. Aber was ist denn so besonders an dem Huge Wizard Westie? Gute Frage. Mal abgesehen davon, dass das ein Huge Pet ist, ist es sogar ein super seltenes Huge Pet. Es ist nämlich so ziemlich das seltenste, realistisch Free-to-Play erspielbare Huge Pet, das es im ganzen Spiel gibt. Es gibt natürlich andere Huge Pets, die man erspielen könnte, wie zum Beispiel die, die da oben immer im Raffle sind, aber die Chance, die zu bekommen, Free-to-Play liegt wirklich bei Null. Also man braucht unfassbar viel Glück, um diese Huge Pets da oben zu bekommen. Das könnt ihr eigentlich vergessen. Aber der Huge Wizard Westie, den kann man tatsächlich bekommen. Wie ihr halt auch daran seht, dass ich ihn habe. Und wie man ihn bekommen kann, das erkläre ich euch heute. Da gibt es viele verschiedene Wege, um schneller an den Huge Wizard Westie zu kommen. Und ihr solltet euch auf jeden Fall darum kümmern, so schnell es geht. Weil es kann sein, dass es den irgendwann nicht mehr geben wird. Zuallererst gucken wir mal in mein Inventar und sehen hier den Huge Wizard Westie. Oh, ich habe den schon auf Stufe 43. Ich habe nur heute Nacht gefarmt mit ihm. Es existieren, jetzt wo ich das hier aufnehme, 1956 von ihnen. Das heißt, seit gestern sind ungefähr 100 dazugekommen. Am Tag kommen ungefähr 100 neue Huge Wizard Westies dazu. Das ist gar nicht mal so viel, aber es ist relativ viel, wenn man jetzt auf die anderen angeblich free-to-play-erspielbaren Huge Pets geht. Geben wir hier mal Huge ein im Index und gucken. Hier der Elf Dog, der existiert schon 14.000 Mal. Den kann man vom Event bekommen, nach dem Event ist der weg, ist klar. Jetzt wäre es natürlich praktisch, wenn ich wissen würde, welche Pets die da oben sind. Giraffe wahrscheinlich. So, die Huge Giraffe, davon existieren jetzt schon 2293. Und ihr müsst bedenken, dass diese Pets gehatcht werden können, indem man halt das beste Egg hatcht. Und in Pet Simulator X sind permanent über 100.000 Spieler online, wovon sehr viele keine Free-to-Play-Spieler sind, sondern tatsächlich schon hunderttausende Robux ausgegeben haben, um ihre Chancen zu erhöhen und die permanent am Durchhatchen sind, die den ganzen Tag hier am Eck stehen und mit den größten Chancen, die es gibt, hatchen und trotzdem gibt es gerade mal 2000 davon. Der Huge Wizard Westie hat sehr viel höhere Chancen, gehatcht zu werden, aber es gibt ihn nicht so oft, weil es gar nicht so leicht ist, diese Chance überhaupt erstmal zu bekommen. Denn den Huge Wizard Westie bekommt man hier nach dem ersten Rebirth aus der Crystal Chest. Und ich habe mich gestern hingestellt bei der Crystal Chest. Doch, ich habe schon wieder Klüssel, nice. Ich habe mich gestern hingestellt und habe ungefähr 40 Mal diese Kiste geöffnet, weil ich gesehen habe, oh, ich habe wieder 40 Schlüssel, mache ich mal auf. Und beim 39. Mal kam der Huge Wizard Westie raus. Und das war ziemlich krass von mir, weil ehrlich gesagt, ich habe diese Chest schon ungefähr 400 Mal geöffnet. Und bei 400 Mal öffnen habe ich jetzt diesen Huge Wizard Westie bekommen, wo Fragezeichen Chancen drin sind. Wir könnten jetzt davon ausgehen, dass die Chance vielleicht bei so 1 zu 500 liegt, wenn man so realistisch drüber nachdenkt. Und 1 zu 500 ist immer noch eine ziemlich geringe Chance, weil man kriegt ja nicht ständig solche Crystal Keys. Aber wie man diese Crystal Keys bekommt, damit man diese Kiste öffnen kann, das zeige ich euch heute im Video. Und wir legen direkt los, und zwar mit den ganz normalen Keyfarm-Methoden. Wie bekommt man Keys als Random Drops? Also wenn ihr einfach irgendwo hingeht und farmt, dann kann es sein, dass da Items rausgedroppt kommen. Und diese Items können Crystal Keys sein. In der Regel sind es aber keine Crystal Keys, sondern einfach nur die Upper Halves und die Lower Halves. Im Inventar werdet ihr sehen, ihr habt ein paar Upper Halves, ein paar Lower Halves. Und wenn ihr sowohl eine Upper Half und eine Lower Half habt, könnt ihr auf eins von beiden klicken und sie zu einem fertigen Schlüssel zusammen kombinieren. Das mache ich jetzt mal, dann habe ich wieder drei neue Schlüssel. Und mit denen kann ich dann nochmal die Kiste öffnen. So, gucken wir mal, ob wir jetzt noch einen Huge Wizard Westie bekommen. Wäre ziemlich krass. Es wird heute nicht passieren, dass ich jetzt nochmal einen bekomme. Aber man kann es ja mal versuchen, ne? Na, meistens kriegt man hier nur Müll raus. Manchmal kommen aber coole Sachen aus der Crystal Chest, deswegen öffne ich die eigentlich ganz gerne. Und ich habe das gestern dann halt auch gemacht, während ich auf meinem Farming-PC gesehen habe, oh, ich habe wieder ein paar Halves. Deswegen habe ich leider keine Aufnahme, sondern nur einen Screenshot gemacht. Naja, aber um seine Chancen zu erhöhen, dass man aus den Drops, die man hier bekommt, tatsächlich Items zu bekommen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einerseits natürlich mit mehr Pets farmen. Ich mache mal den Bearbeitungsmodus raus, um mehr Pets zu haben, die mit mir farmen. Je mehr Drops man abbaut, desto höher ist die Chance, dass man was gedroppt bekommt. Weil mehr abbauen ist gleich mehr Chancen. Ihr könnt mehr Pets-Equip-Slots holen. Die kosten natürlich Gems, um mehr Pets zu haben, um schneller abzubauen. Aber schneller abbauen kann man auch über verschiedene andere Methoden. Einerseits könnt ihr in eure Items gehen und ihr werdet garantiert Früchte haben. Macht einen Rechtsklick auf eure Äpfel, I20. Das erhöht die Stärke und mehr Stärke baut ihr schneller ab. Coins, also die Bananen für Coins braucht ihr gar nicht. Ananas, ganz wichtig, erhöht die Chance auf Drops. Rechtsklick, I20. Orange kann man immer machen, warum nicht? Des Weiteren, Toyball, Use 20. Toybauen, Use 20. Auch ganz wichtig, solange das Weihnachtsevent noch andauert, Zuckerstangen. Ich habe schon alle meine Zuckerstangen verbraucht, deswegen kann ich es jetzt nicht mehr machen. Aber halt auch den heißen Kakao oder die Weihnachtskekse hier immer ein paar drinne haben. Und natürlich nicht in so einer Low-Bob-Area wie der hier farmen, sondern ihr solltet schon in eurer besten Area farmen.
weil dort die Chance auf Drops natürlich höher ist und die Chance auf seltene Drops, wie zum Beispiel Crystal Keys, auch höher ist. Packe ich meine Pets jetzt einfach mal hier hin, die farben jetzt für mich, aber ihr seht, es dauert länger. Deswegen gehe ich zu meinen Tränken, hau mir einen Stärketrank rein. Ich hau mir natürlich einen Treasure Hunter Potion rein, damit ich nochmal die Chancen um 45% auf Drops erhöhe. Und ich hau mir auch, ganz wichtig, eine Hasty Flag rein. Man könnte, glaube ich, auch eine Fortune Flag machen, aber ich denke, eine Hasty Flag lohnt sich mehr für mehr Drops. Und hier seht ihr schon Roblox Connys Chest. Diese kleinen Kisten haben auch erhöhte Drop-Chancen. Deswegen lohnt es sich auch, die abzubauen. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, haut euch in eure Enchantments-Slots ein Chest-Mimic-Buch rein. Die kosten Robux, aber man kann sie auch ertraden. Wenn ihr so eins habt, benutzt es. Dadurch kriegt ihr mehr solche kleinen Kisten und habt natürlich eine höhere Chance auf Drops. Wenn wir schon bei den Verzauberungen sind, ihr seht gerade, ich habe Schatzjäger 6, Schatzjäger 6, Schatzjäger 6. Außerdem habe ich Stärke drin und ich habe Criticals drin. Ich glaube, Stärke ist nicht unbedingt so wichtig, aber ich hatte halt nicht mehr so viel Criticals-Bücher. Aber Criticals ist super gut, weil dadurch bauen dann die Pets schneller ab, durch Stärke bauen die Pets schneller ab und durch Schatzjäger kommen mehr Drops. Außerdem habe ich Magnet 3 drin, damit ich nicht so weit rumlaufen muss, sondern einfach von ein bisschen weiter weg abbauen kann. Das sind meine Enchants und ich kriege dadurch gut Drops. Wie ihr seht, kam da schon wieder eine Kiste zustande und ich bekomme auch die ganze Zeit die kleinen Weihnachtsgeschenke, weil die sind der eigentliche Grund, warum ich gerade so ein Drop-Setup drinne habe, weil ich bin natürlich dabei, Weihnachtsgeschenke zu farmen und das ist auch die nächste Sache. Man kann auch aus den Weihnachtsgeschenken, gehen wir mal wieder rüber zum Spawn, Crystal Keys bekommen. Deswegen farme ich halt immer meine Weihnachtsgeschenke zusammen, mache die mir hier zusammen, bis ich ein Titanic-Gift habe und dann öffne ich die Titanic-Gifts für meinen Clan. Ihr solltet es inzwischen schon wissen, wir wollen natürlich mit dem Clan Platz 1 erreichen. Wenn ihr das Video seht, ist es aber, glaube ich, schon relativ spät, weil hier steht One Day Left für mich. Also wird es für euch vorbei sein, aber unser Plan war es halt, auf Platz 1 zu kommen. Das haben wir nicht ganz geschafft. Hashtag Cancel Victor dafür. Aber ich werde trotzdem weiterhin nur die Titanic Gifts öffnen. Daraus habe ich ja auch schon 2 Huge Jolly Narwhals gezogen, was auch ziemlich cool ist. Und das wird nach dem Event nicht mehr gehen. Des Weiteren könnt ihr natürlich solche Drops bekommen, indem ihr hier durch die Welt geht, immer eure Sachen einsammelt, indem ihr die Classic Obby abschließt. Ihr könnt zum Traveling Merchant gehen, der hat manchmal Slots drin und selbst wenn der Traveling Merchant nichts hat, kauft euch was vom Traveling Merchant, bis ihr Respekt Level 4 seid, damit ihr den letzten Slot frei bekommt, weil die Crystal Keys sind seltene Items und seltene Items sind mit höherer Wahrscheinlichkeit in den letzten Slots bei den Merchants. Das zählt nicht nur für den Traveling Merchant, das zählt auch für alle anderen Merchants. Ich gehe jetzt einmal rüber zu dem normalen Merchant hier hinten, Kaufmann. Gehen wir hin und im letzten Slot habe ich schon häufiger Crystal Keys drin gehabt. Deswegen kauft euch den letzten Slot frei. Außerdem, Daycare natürlich, habe ich heute auch wieder einen Crystal Key rausbekommen. Da müsst ihr die besten Pets reinpacken, die ihr habt. Je höher euer Luck Level ist, desto mehr Crystal Keys könnt ihr rausbekommen. Abgesehen davon, diese Truhen hier abbauen, da ist immer ein Drop dabei. Meistens kein besonderer, aber immerhin. Free Enchants bringen einem keinen Drops, aber warum nicht, kann man mitnehmen. Aber es gibt natürlich auch die Free Items Kiste. Bei der wir auch gleich sind, aber ich muss ja einmal kurz alles einsammeln, was es gibt. Weil es lohnt sich immer, alles mitzunehmen, was es gibt. In der Dig-Site kann man, soweit ich weiß, keine Crystal Keys bekommen. Das finde ich schade. In der Pyramiden-Obby jedoch schon. Dementsprechend, wenn ihr die Zeit übrig habt, macht die Pyramiden-Obby. Mir dauert die immer ein bisschen zu lange. So, machen wir mal Pets Rainbow, weil ich es kann. Diamonds mitnehmen. Weil Diamonds mitnehmen ist auch wichtig. Da kommen wir gleich noch zu, warum ihr Diamonds braucht. Aber wir gehen erstmal zum Advanced Merchant. Und heute leider kein Crystal Key drin, aber eine Fortune Flag, die kaufe ich gerne. Und natürlich auch immer die Orangen. Nur Bananen kaufe ich nicht. Bananen brauche ich halt echt nicht. Und da sind wir auch schon beim Chest Rush. Der Chest Rush ist super wichtig. Weil einerseits könnte man da ein Huge Pet bekommen, von dem nur 1000 existieren. Das werden wir sehr wahrscheinlich nicht bekommen. Die Chancen sind gegen 0. Aber ihr erhöht natürlich eure Chancen, indem ihr halt auch wieder Treasure Hunter Bücher drin habt, indem ihr Ananüsse drin habt, indem ihr all das drin habt, was ich euch eben erklärt habe. Geh noch einmal rüber, hol mir hier die Drops ab, die meine Pets so gefarmt haben. Da waren jetzt tatsächlich keine Upper Halves oder Lower Halves dabei, aber nicht so schlimm. Ich teleportiere mich jetzt wieder zurück zum Lava Forest, Ebene 45. Und wir machen den Chest Rush, den kann man nämlich alle 2 Stunden machen. Und den sollte man auch alle 2 Stunden machen. Selbst wenn man keine Upper Halves oder Lower Halves kriegen sollte, kriegt man da viele andere gute und seltene Items. Hat die Chance auf ein Huge Pet, was man jetzt nicht unbedingt immer braucht. Aber man bekommt halt trotzdem immer noch die Christmas Gifts, solange das Christmas Event andauert. So, jetzt sind meine Pets auch endlich da. So, laufen wir einmal durch. Und das dauert jetzt 5 Minuten. Die 5 Minuten erspare ich euch einfach mal.
Und ich habe einfach ein Lightning-Buch bekommen. Und eine Lower Key Half. Es ist nicht zu fassen, Leute. Lightning-Buch, Lower Key Half. Und das wär's dann. Die 5 Minuten sind rum. Ich habe ein Lightning-Buch bekommen, ich habe eine Lower Key Half bekommen und ich habe noch eine Menge andere Items bekommen, die ich alle für die nächste Methode nutzen kann. Und zwar das Trading für Keys. Einerseits natürlich Lower Key Halves. Cool und so. Ich habe das Gefühl, man bekommt immer mehr Lower als Upper, aber so sehr nimmt sich das auch nichts. Wenn ihr solche Bücher wie das Lightning-Buch bekommt, dann könnt ihr das auf dem Trading Plaza sehr gut verkaufen und euch für die Gems dann wieder Upper und Lower Key Halves holen, je nachdem, was ihr braucht, oder vielleicht sogar ganz fertige Keys kaufen. Wir gehen einmal rüber zum Trading Plaza, damit ich euch das zeigen kann. Und ich gehe auf einen Pro-Server, weil ich denke, dass da die Chancen ein bisschen höher sind. Wenn ihr nicht auf den Pro-Server gehen könnt, ist das kein Problem. Also dann gucken wir hier einmal durch, was die Leute so anbieten. Vielleicht bieten die Leute ja sogar. Da hinten bietet jemand mehrere Keys an. Wie viel? 4 Schlüssel für 240k ist ziemlich teuer, finde ich, ehrlich gesagt. Das finde ich wirklich ziemlich teuer, vor allem, wenn man aus den meisten Schlüsseln nicht viel rauszieht. Da würde ich nicht zugreifen, aber es kann sein, dass die Preise sich auch ändern über die Zeit. Aber 240k ist es echt nicht wert. Hier 62k für einen Schlüssel. Boah, auch super teuer. Super teuer, ehrlich gesagt. Was ihr machen könnt, ihr geht halt zu eurer Booth, guckt, welche Items ihr eben zusammengefarmt habt im Chest Rush und ob ihr sie verkaufen könnt. Das hier zum Beispiel biete ich mal für 32k an, so ungerade Zahlen, damit die Leute vielleicht denken, man würde irgendwelche Rabatte machen. Hier, ich packe noch ein zweites für 32k rein, vielleicht möchte es jemand haben. Oder auch so ein Blastbuch für 29k, einfach weil ich es kann. Manchmal werden die einfach gekauft. Dann hat man wieder ein paar Gems zusammen und für die Gems kann man sich dann auf jeden Fall Upper Halves und Lower Halves kaufen. Ihr könnt natürlich auch andere Methoden nutzen, um Gems zu farmen, wie zum Beispiel die ich euch vorhin gezeigt habe. Ihr könnt in der VIP-Area farmen, wenn ihr den VIP-Game Pass habt. Aber ihr wollt natürlich Free-to-Play-Methoden wissen, dementsprechend vergessen wir den VIP-Game Pass. Der ist auch gar nicht mehr so wichtig, weil es inzwischen viel, viel bessere Methoden gibt, um Gems zu farmen. Und zwar halt auch genau das, was ich euch vorhin schon gezeigt habe, mit möglichst vielen Früchten, vor allem auch den Orangenfrüchten. Und ein paar Diamonds tränken in der besten Area farben. Dann auch noch mit dem Chest Mimic Buch. Ihr könnt theoretisch noch ein Diamonds Buch reinpacken. So ein Diamond 6 Buch, ziemlich stark. Und so ein Lucky Block Buch bringt euch auch nochmal ein paar mehr Diamonds, wenn man die Lucky Blöcke abbaut. Also denkt dran, immer wenn ihr die Zeit dazu habt, vor allem dann, wenn ihr nicht am Handy spielt, sondern einen PC oder Laptop habt, welcher AFK irgendwo rumstehen kann, dann stellt euch in die beste Area rein, packt vielleicht auch Autofarm rein, nur zur Sicherheit braucht ihr aber nicht unbedingt, wenn ihr in der besten Area stehen bleibt. Haut euch alle möglichen Früchte rein, sowohl Diamondsfrüchte als auch Ananüsse, als auch Äpfel, Bananen, vollkommen egal. Eine Fortune Flag oder eine Hasty Flag haben noch nie jemanden geschadet. Auch solche Spielzeuge wie die Squeaky Toys können was bringen. Die Weihnachtsplätzchen bringen was. Toy Balls bringen was. Das lohnt sich alles, um schneller zu farmen. Und man bekommt dann hier, ihr seht's, auch gut Items rein. Einfach nur, weil man farmt. Ihr seht schon wieder Items, Items, Items. Ich krieg Items, als wäre ich im Chest Rush, nur dass ich halt keine Chance auf ein Huge Pet habe, wie beim Chest Rush. Schon wieder das nächste Item. Abgesehen davon habe ich jetzt hier auch noch die Roblox Connys Chests, die Mini-Chests, die mir auch wieder Items bringen. Ich krieg sogar gefühlt mehr Items als beim Chest Rush, um ehrlich zu sein. Das ist ziemlich krass. Weil, wenn man einfach auf diese Treasure Hunter Drops optimiert, hat man eine sehr hohe Chance auf Random Drops. Und da können halt Upper Key Halves, Lower Key Halves dabei sein. Und vor allem farmt man auch gut Diamonds. Ihr seht, ich kriege so in einer Sekunde 50 bis 100 Diamonds. Manchmal gibt es so einen Burst, wo ich dann 200 Diamonds dazu bekomme. Das klingt zwar erstmal nach wenig, aber je länger man AFK farmt, desto mehr läppert sich das. Und ich habe ja jetzt schon wieder fast 1000 Diamonds dazu bekommen. Und das nach der kurzen Zeit, die ich hier bin. Ihr müsst bedenken, 1000 Gems mal 10 sind dann schon 10.000 Gems, mal 10 sind dann schon 100.000 Gems und dann mal 10 sind wir schon bei 1 Million. Krass, oder? Ich kann mal 10 rechnen. Ihr könnt natürlich hier auch diese Rewards einsammeln. Die bringen einen auch ein paar Coins und ein paar Diamonds nebenbei. Aber so großartig sind die tatsächlich nicht wirklich. Außerdem, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, könnt ihr natürlich auch hier rechts euren Rank aufleveln. Da gibt es auch häufig mal so ein paar Crystal Keys, die ihr als Belohnung bekommt. Oder auch einfach ein paar Gems, für die ihr euch Crystal Keys kaufen könnt. Gem-Tränke, Treasure-Hunter-Tränke, Charm-Stones, die man auch gut verkaufen kann. Das lohnt sich auf jeden Fall sehr, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, die Ranks aufzusteigen. Ich habe auch mal ein gutes Video dazu gemacht, wie man schnell Ranks aufsteigen kann. Das ist jetzt oben auf dem i verlinkt. Und wenn ihr auf dem Trading Plaza eure Items nicht verkauft bekommt oder keine Keys finden könnt, dann denkt dran, dass ihr auf den Trading Plaza auch natürlich hier unten auf Trading gehen könnt und Leute untraden könnt auf eurem Server. Und da sind viele manchmal auch bereit, einfach zu verhandeln, weil ein Trade, der wirklich fair ist und von dem beide Leute profitieren, ist zum Beispiel: Person A hat nur Lower Key Halves, Person B hat nur Upper Key Halves und dann tauscht man ein bisschen. Zum Beispiel habe ich 15 Lower Key Halves, ich gebe dir 5, du gibst mir 5 und dann sind wir alle glücklich. Das kann man so machen. Win-win für beide Seiten.
Und bei so einem Trade kann eigentlich niemand Nein sagen. Und eine weitere Methode, wie ihr natürlich die Upper Key Halves und die Lower Key Halves bekommen könnt, seht ihr da oben, das Santa Slay Event. Das funktioniert natürlich nur, solange das Weihnachtsevent noch anhält. Jede Stunde fliegt Santa Paws über die Map und lässt Geschenke fallen. Da sind viele Gems dabei, aber da sind auch alle möglichen Items dabei, unter anderem auch die Key Halves, unter anderem aber auch die Geschenke, aus denen man Key Halves bekommen kann, aus denen man wertvolle Items bekommen kann, die man zu Key Halves umtraden kann. Ich baue hier mal die Kiste ab. Hau mir dann jetzt einmal eine Magnet Flag rein, damit meine Pets zumindest die ersten paar Minuten vom Santa Slay Event weiter für mich AFK farmen können. Ich mache Autotap aus, weil mich das immer nervt, und gehe zum Spawn rüber, um mir ein paar Geschenke von Santa Paws abzuholen. Dann können wir einmal sehen, welche Geschenke ich eben noch zusammengefarmt habe. 18 kleine Geschenke, gerade eben einfach nochmal zusammengefarmt. Und das in den 5 Minuten, die ich da stand. Also das lohnt sich wirklich. Und da kommt Santa Paws auch schon oben angeflogen. Und wir laufen den jetzt hinterher. Das passiert jede Stunde, dauert ungefähr 6 Minuten. Und wenn ihr das Video seht, ist es eigentlich schon so ziemlich vorbei, weil Weihnachten ist vorbei. Und wenn das Weihnachtsevent weg ist, ist das nicht mehr der Fall. Aber es wird immer irgendwelche Events im Pet Simulator geben. Und je nachdem, was dann die neuen Events sind, habt ihr dann da wieder neue Chancen, seltene Items zu bekommen. So, hier habe ich bisher nur 3 grüne Items bekommen, aber manchmal kommen da auch ein paar blaue Items runter und das können dann auch schon diese Schlüssel sein. Hier sind auch immer viele von diesen kleinen Weihnachtsgeschenken dabei, was sich auch sehr lohnt. Ananas, perfekt, noch ein kleines Weihnachtsgeschenk und dann machen wir das ja einfach mal und gucken, was wir so für eine Ausbeute bekommen. Die erste TNT-Crate, die sind geil zum Farmen. Wenn eure Pets nicht schnell genug abbauen, habe ich ganz vergessen, könnt ihr natürlich auch TNTs droppen. Nicht unbedingt die TNT-Crates, die sind ein bisschen Overkill, aber normale TNTs helfen euch auch, um schnell Sachen abzubauen. Und wenn abgebaut wird, kann natürlich gedroppt werden. So, und damit fliegt Santa Paws jetzt weg. Das war's mit dem Event. Wir sammeln nochmal ein, was die Pets hier so liegen lassen haben. Und dann gucken wir einfach mal, wie viele Geschenke zustande gekommen sind in dem Event. Kann man natürlich jetzt schlecht sehen, weil ich jetzt nicht hundertprozentig weiß, aber oh, ja, ein paar Geschenke sind dabei schon zustande gekommen. Lohnt sich auf jeden Fall immer. Manchmal droppt er sogar große Geschenke, was ja heute auch passiert ist, wie ihr eben gesehen habt. Und mir fehlen noch 2x große Weihnachtsgeschenke für das nächste Titanic-Gift. Darauf freue ich mich sehr. Und wenn ihr dann halt genug von diesen Upper- und Lower-Key-Halves zusammen habt, dann könnt ihr, wie gesagt, einfach hier hingehen und die Crystal-Chest öffnen. Ich kann euch sagen, es hat bei mir ungefähr 400 Kistenöffnungen gedauert. Dann hatte ich endlich den Huge Wizard Westie. Ich glaube aber, ich hatte ziemlich viel Glück. Deswegen könnte es sein, dass es bei euch so vielleicht sogar 1000-mal Kistenöffnen dauert. Aber ihr solltet ihn dann auch bekommen können. Und der Grund, warum ihr es machen solltet, ist, das Pet wird vielleicht irgendwann weg sein. Früher hat die Crystal Key Chest nichts gebracht, was Pets angeht. Jetzt ist der Huge Wizard Westie drin und es kann sein, dass der Huge Wizard Westie irgendwann nicht mehr in der Kiste drin ist oder vielleicht sogar ausgetauscht wird durch ein anderes Huge Pet und dann wird der Huge Wizard Westie natürlich noch mehr Wert gewinnen, weil man ihn gar nicht mehr bekommen kann. So war das zum Beispiel auch mit den Free Gifts in Pet Simulator X, wo man erst den Rainbow Cupcake bekommen hat und dann später den Huge Peacock bekommen hat und man den Rainbow Cupcake dann nicht mehr bekommen konnte. So, das wär's dann aber auch mit diesem Video. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann stellt sie mir in die Kommentare. Außerdem könnt ihr mir auch gerne auf Twitter folgen. Keine Ahnung, warum ihr das machen solltet, aber folgt mir auf Twitter. Das war's. Bis dann und ciao!